Wir sind heute nach Graz gefahren. Das liegt in Österreich. Und zwar wo genau, Matthias? Ja, im Süden Österreichs. Im Süden Österreichs, an der Grenze zu? Unseren Nachbarländern Slowenien. Und ja, genau. Wir wollen wissen, was besonders ist an dieser Stadt, an der Region, an den Menschen hier. Deswegen fragen wir jetzt hier in Graz. Los geht's. Das hat super geklappt, Matthias. Na? Was macht Graz besonders? Was macht Graz besonders? Ich finde, Graz ist insofern besonders, dass Graz einfach klein ist, trotzdem aber wunderschön. Ich finde, die Innenstadt ist echt. Also ich war jetzt viel in Europa unterwegs und es ist nicht wirklich vergleichbar mit vielen anderen Städten. Einfach, ich meine, es gibt schon sehr schöne Städte, aber es ist einzigartig einfach die Dachlandschaft. Wenn du jetzt wirklich am Schlossberg oben bist, du schaust drüber, auf, es ist wunderschön. Die Leute sind, finde ich, echt freundlich. Ich meine, das liegt auch daran natürlich, dass man da daheim ist in gewisser Weise. Aber ich finde einfach, Graz ist eine echt offene Stadt vor allem. Und es trifft halt alles aufeinander. Es gibt von jeder Sorte ein paar Leute und das ist echt schön. Also okay. Vielfältig auf jeden Fall. Graz ist einfach eine Stadt, die lebt und es ist immer was los. Und gerade für die Studenten ist sie einfach super. Ah, voll super. Das heißt, du bist zum Studieren da? Ja. Studentenstadt, voll cool. Und ja. Woher bist du? Aus Klagenfurt. Und Sie machen gerade Urlaub in Graz, oder? Nein, nur drei Tage. Nur drei Tage. Ja. Aber was macht Graz besonders? Wir waren schon vorher gesehen, Graz hat mich eigentlich sehr imponiert, speziell jetzt da zur Weihnachtszeit, jetzt zur Adventzeit. Gell? Und ja, es hat ein anderes Flair als in Wien, aber es ist irgendwie anders. Gell? Ist irgendwie anders. Ja. Sind die Menschen anders wie in Wien? Also, sie haben alle 4-2-4. Also, das zumindest. Ja, aber ich sage, es ist anders. Ja, ich kann gar nicht sagen, warum. Mir zieht es eigentlich mehr nach Graz als wir nach Wien, wo ich wohne. Dort, dass ich dort, was ich am. Der Trubel ist mir in Wien zu stark. Okay. Und da ist es ein bisschen gemütlicher. Gemütlicher, ganz genau. Das so besonders ist die Altstadt. Und dass man spazieren gehen kann und ohne irgendwie belästigt zu werden. Ja. Matthias, ist das eigentlich eine österreichische Tradition oder eine Grazer Tradition, dass man Tannenbäume falsch rum aufhängt? Nein, ich habe das auch zum ersten Mal heute in Graz gesehen. Also ich glaube nicht, dass das eine Tradition ist. Aber es schaut cool aus. Nein, ist schön. Mir gefällt das gut. Naja, im Vergleich zu Deutschland. Graz hat eine Altstadt, das ist schon mal schön, oder? Ja, die Gebäude, die alle noch erhalten sind, die alten, sehr schön. Und ansonsten ist Graz sehr lebenswert, finde ich. Graz ist zwar die zweitgrößte Stadt von Österreich, aber ich finde, dass Graz trotzdem sehr familiär und heimelig ist, weil wenn man in die Stadt geht, kennt man immer irgendjemanden. Und ja, es ist einfach schön, wenn man Leute trifft, die was man kennt. Und ja, nice. Graz ist eine familiäre Stadt, würde ich sagen. Ja, also studierst du da in Graz? Ja, oder? Ja. Also gut, und warum ist die Wahl auf Graz gefallen? Das wollt ihr jetzt nicht hören. Doch, wollen wir. Ja, jetzt hast du recht, natürlich. Na, eigentlich, also es war halt Psychologie und es war die Wahl zwischen einer der fünf Städte und Graz hat sich schön angehört. Ich kannte vorher Graz nicht, also war ich... Okay, aber es hätte ja Salzburg oder Wien oder so werden. Nee, das war zu nah an der Grenze. Ich wollte schon weiter weg. Kleiner ist beschaulicher. Ja. Ah, okay, ganz klar. Ja, Graz zeichnet sich für mich vor allem durch die Gemütlichkeit aus. Also in Graz gibt es, auch wenn man das jetzt im Winter nicht sieht, sehr viele Parks, fünf wunderschöne Parks. Und ich finde, das ist eine sehr gelassene Stadt. Die Leute sind sehr offen und umgänglich. Also wenn du sagst offen und umgänglich, anders wie in andere österreichische Städte, oder? Ich habe ja noch nicht überall gelebt. Ist schwer zu vergleichen. Graz macht besonders, dass es in meiner Meinung nach die perfekte Größe hat. Das ist nicht zu klein und nicht zu groß. So nicht so groß wie Wien und nicht so klein wie, sag ich jetzt mal, Klagenfurt. Das ist so genau die goldene Mitte. Kannst du irgendwie die Grazer beschreiben? Haben die Grazer einen besonderen Charakter? Ja, ich finde, die Grazer sind sehr nett. Sie sind auf jeden Fall aufgeschlossener als die Wiener. Ja? Also. Echt jetzt? Ja, nein, also ich finde, die Grazer sind sehr nette und offene Menschen. Ja. Voll viel cool. Ja? Woher bist du genau? Aus St. Peter am Kammersberg, Bezirk Mura. Ah ja, okay. Ja. Und sind die Grazer auch besonders, oder? Will ich schon sagen, ja. Ich denke, dass die Grazer im, also jetzt im Vergleich zu anderen österreichischen Städten recht freundlich sind gegenüber Fremden und alles Mögliche. Ja, voll. Also ich wohne voll gerne in Graz. Ich werde, also so jetzt, ich glaube, in Graz aufwachsen ist viel besser als irgendwo in Wien oder sonst irgendwo. Woher bist du?
aus dem Burgenland, aus dem Bezirk Oberwart. Okay, und du studierst in Graz? Nein, ich arbeite in Graz. Ah, okay, viel gut. Was ist so euer Lieblingsplatz in Graz? Oder was muss man unbedingt gesehen haben, wenn man nicht aus Graz kommt? Der Schlossberg, ganz Schlossberg? Klassisch. Okay, ganz klassisch. Ja, muss ich recht geben. Voll viel gut. Was muss man sich unbedingt anschauen? Ich finde das Mausoleum echt schön, beim Dom. Okay. Ja, das ist eh da hinten auf für die Straßen links. Da ist neben dem Grazer Dom ist ein wunderschönes Mausoleum, da ist der Kaiser, boah. Müsstet ihr jetzt lügen, welcher das es genau ist, aber okay, irgendein Kaiser ist dort begraben auf jeden Fall. Und gleich hinterhalb auf ist die Wendeltreppe, die doppelte, also die ist finde ich auch auf jeden Fall so ein kleiner Tipp, der nicht jetzt so offensichtlich ist, gell, wie der Schlossberg oder so. Voll cool, vielen Dank. Zum Thema Kunst und Kultur irgendwas, Graz war ja irgendwie... Kulturhauptstadt, ja. Lasst ihr das irgendwie noch bemerkbar machen oder so? Oder habt ihr irgendwie einen Schwerpunkt auf Kunst und Kultur noch in Graz? Oder? Ja, ich finde schon. Also es sind immer irgendwelche kulturellen und Kunstprojekte, vor allem im Sommer, die La Strada. Okay. Also ich finde schon, dass Graz sich noch immer mit der Kulturhauptstadt identifizieren kann. Ja. Okay. Einen Lieblingsplatz. Der Burggarten ist wunderschön. Das Parkhaus im Stadtpark. Der Augarten, das Ausschlössl. Ja, das sind so meine Lieblingsplätze. Oder wenn man die Mur runter nach Süden spaziert, ist das ja schön. Das wird leider jetzt geflutet. Ja. Voll gut. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen Schöckl. Schöckl? Was ist das? Schöckl ist der Berg in Graz, also der ganz im Norden liegt. Das heißt eigentlich, wenn schöne Sicht ist, hast du eine relativ schöne Sicht auf Graz. Und es hat natürlich nicht das klassische Graz, sondern ein bisschen was anderes. Und es ist recht fein eigentlich dort. Okay, voll cool. Und wie ist das? Sind die Grazer auch anders wie irgendwo anders in Österreich oder so? Ja, schon. Wir sind schon steirisch. Ja, wir merken steirisch. Also ich merke, ich bin ja aus Salzburg und ich wohne in Wien. Und wenn ich in Graz bin, sind die Leute so extrem freundlich und das gefällt mir voll gut. Ja, ja. Habt ihr vielleicht irgendwelche ganz typischen Wörter, die burgenländisch oder so weiter sind? Irgendwas, was man vielleicht in Graz sogar nicht kennt? Was man nicht kennt, kann ich jetzt nicht sagen, aber typisch kärntnerisch ist das sicher. Dass wir das CH nicht kennen und das Lei. Ich gehe Lei heute auf 1. Was heißt das? Nur. Ja, wenn ich sage, ich gehe heute Lei auf 1, heißt das, ich gehe heute nur auf A gedreht. Ah, wir sagen nur, du gehst auf. Lei. Ich habe gar nichts verstanden. Ich gehe Lei auf 1. Auf 1? Lei auf 1, ja. Das funktioniert nie. Ja, eh nicht, aber so ein typischer Spruch. Wie geht's denn mit der Sprache? Verstehst du alles gleich oder hast du dich umgewöhnen müssen? Ich am Anfang nicht, musste mich schon ein bisschen umgewöhnen. Und so einige Worte hat man jetzt schon übernommen auch, aber... Ja, wie irgendwas aus der Beispiel? Schirch. Was macht so das Burgenländerische aus? Von der Sprache? Ist das ähnlich wie das Wienerische? Immer auch mit den Wiener. Nein, du, ganz ähnlich wie die Oststeirer, die Hartberger. Okay, voll spannend. Hörst du unseren Unterschied von den Dialekten? Also ich bin ein Salzburger und grenze Oberösterreich, Burgenländer und Steirer, so den Unterschied, hörst du das? Nicht so stark, glaube ich, wie ihr. Voll gut. Hörst du bei uns den Unterschied, wie wir reden? Weil ich habe einen anderen Dialekt auf jeden Fall, wie wir jetzt machen. Ja, jetzt diesmal habe ich es gemerkt, ja. Du sprichst einen Grazer Dialekt. Ich bin eigentlich aus der Obersteiermark, also ich habe wahrscheinlich noch so eine Mischung, eine obersteirische, Grazer Mischung. Genau. Ja. Ich bin ein Salzburger. Okay, ja. Ich lebe an der Grenze nach Salzburg. Ja, liebe Leute, das war's. Das war unser letztes Video in diesem Jahr und wir möchten die Gelegenheit jetzt zum Jahresabschluss nochmal nutzen, um uns bei allen von euch, vor allem bei unseren Unterstützern, zu bedanken. Mittlerweile gibt es 740 Personen, die uns jede Woche mit einer kleinen Spende bei Patreon unterstützen und das ist wirklich der Hammer. Wir sind ganz nah dran, unser Traum zu verwirklichen und Easy German wirklich zu unserem ausschließlichen Hauptberuf zu machen. Und das freut uns total, denn dank euch müssen wir uns keine Sorgen machen. Ihr haltet uns den Rücken frei, damit wir uns auf Easy German, auf unsere Videos, aber auch auf neue Ideen konzentrieren können. Wir möchten uns auch bei allen von euch bedanken, die wir in diesem Jahr persönlich kennenlernen durften. Wir hatten viele schöne Begegnungen mit euch. Sei es, weil ihr uns in eure Schule eingeladen habt oder zu unseren Meetups gekommen seid. Manche von euch haben uns auch eine E-Mail geschrieben, an unseren Videos teilgenommen oder ihr habt an unserer Easy German Summer School teilgenommen. All diese Begegnungen bereichern uns sehr und machen uns sehr viel Spaß und wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr noch viele schöne neue Begegnungen mit euch haben werden.
Eine Kooperation, die uns in diesem Jahr ganz besonders gefreut hat, war die Zusammenarbeit mit Jeremy. Er ist ein amerikanischer Softwareentwickler, der hier in Berlin lebt. Und er hat uns interaktive Übungen zu unseren Videos gebaut. Das heißt, ja, diejenigen von euch, die schon ein Mitglied bei Patreon sind, können jede Woche diese interaktiven Übungen ausprobieren und dadurch ihr Deutsch verbessern. Das hat uns sehr gefreut, aber das ist noch nicht alles. Gemeinsam mit ihm arbeiten wir auch seit einigen Monaten an einer Sprachlernplattform, die wir jetzt in den kommenden Wochen bald veröffentlichen werden. Und wir glauben, dass diese Plattform euch helfen kann, noch schneller und vor allem unterhaltsamer Deutsch zu lernen. Und freut euch schon mal darauf. Ja, das war's jetzt. Wir gehen jetzt Silvester feiern, was man so macht. Hier in Berlin. Heute ist ja der 31.12., der letzte Tag des Jahres. Wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr rutscht. Und wenn ihr Lust habt, zu diesem Video noch Übungen zu machen, werdet ein Patron. Abonniert Easy German und schaltet nächste Woche wieder ein. Denn nächste Woche haben wir ein ganz besonderes Video für euch, das wir schon sehr lange vorbereitet haben und das viele nützliche Tipps enthält, wie ihr euer Deutsch noch verbessern könnt. Bis bald! Bis zum nächsten Jahr. Guten Rutsch. Ciao.